Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Doc Morris für dich Box und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box wurde für 14,99 € auf der Doc Morris Homepage verkauft. Als mein Freund das mitbekommen hat, sagte er, also irgendwann hört es doch mal auf. Ich glaube, der hat gedacht, hier wären irgendwelche, keine Ahnung, Kopfschmerztabletten drin oder so. Das ist meistens nicht so der Fall. Also hier haben wir dann quasi so andere Sachen, die man halt auch auf der Apotheken-Homepage findet. Es gibt immer weniger Apothekenboxen, finde ich. Es gab mal eine Zeit lang super viele und jetzt irgendwie gar nicht mehr so viele. Wahrscheinlich lohnt sich das so gar nicht mehr für die Hersteller. Ich habe keine Ahnung. Ja, und ich habe leider auch gehört, dass der Inhalt von dieser Box jetzt nicht ganz so bombastisch sein soll. Ich bin jetzt aber einfach mal relativ unvoreingenommen, schau hinein und hoffe, dass da ein guter Inhalt drin sein wird, der auch für uns in irgendeiner Art und Weise ja, verwendbar ist. Ne? Ich werde tatsächlich auch, wenn das Video online kommt, vielleicht ist das dann schon online, mal gucken, auf Instagram eine Verlosung machen. Und zwar habe ich zwei Boxen bestellt, weil ich wollte Versandkosten sparen und deswegen verlose ich eine Box. Manchmal ist das ein bisschen weird, was in meinem Kopf so vor sich geht. Und schaut da auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbei. Da heiße ich claudiswelt_. Und ja, da poste ich immer direkt, wenn ich die Boxen auspacke, da ich jetzt darum gebeten wurde, das einfach zu machen, den Inhalt. Und lasst dann jetzt auch einfach zu dieser Box auf Instagram die Verlosung laufen. Und schaut da gerne einfach mal vorbei. Folgt mir super gerne da. Berichte ich euch immer mal wieder auch so ein bisschen was aus meinem Alltag und vor allem kann ich da auch in der Story Aktion viel, viel schneller teilen. So auch zum Beispiel, dass diese Box online gekommen ist. Jedenfalls die zweite Verkaufsrunde konnte ich dort posten, denn die haben immer zwei verschiedene Verkaufsrunden und ja, sodass jeder die Box auch irgendwie kriegen kann. Aber ich glaube, dass die Box um 15 Uhr dann verkauft wurde. Die meisten sind da halt am Arbeiten. Naja, auf jeden Fall. Und die andere war, glaube ich, morgens. Hier haben wir dann auch immer so den Inhalt der Box in dem Flyer quasi drin. Und ich werde euch auch die entsprechenden Preise mal dazu einblenden. Und was übrig bleibt, ist eine weiße, schlichte Box. Und ich möchte hineinschauen. So, zuerst kommt uns irgendwas zum Lesen um die Ecke. Das wollte ich jetzt, oder? Das ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir dann darunter die Produkte. Und ich hoffe, ja, dass, okay, mal gucken, dass wir hier nicht nur irgendwie halt was zum Lesen drin haben. Eiweißpowder mit Carnitin, Vitamine und Mineralstoffe. Da haben wir eine Portion mit 30 Gramm hier in diesem minimalen Flyer drin. Da steht halt sehr viel Werbung drin. Aber das ist halt die Sache. Wir haben in diesen Boxen halt die Produkte zu so einem günstigen Preis, weil das ist ja für die Leute oder für die Firmen ist es ja Werbung. Also die haben einfach die Möglichkeit zu sagen, hey, Doc Morris bietet an, dass so eine Box gemacht wird, die dann auch recht schnell immer wieder ausverkauft ist. Leute reden auf YouTube darüber, zeigen die Produkte in die Kamera oder zeigen sie auf Instagram oder haben sie halt zu Hause, können sie testen. Und dementsprechend ist das dann halt auch immer für die Werbung und dann haben die die Möglichkeit halt da reinzukommen, wie auch immer, dass dann die Apothekenboxen machen und deswegen müssen wir halt auch einfach damit rechnen, dass hier vielleicht auch mal eine Probe drin ist oder dass wir halt hier 5 Kilometer Werbung drin haben. Ja, man kann sich hieraus wohl irgendwie eine Schoko-Orangen-Eiweiß-Shake-Geschichte machen, was ich schon mal ganz interessant finde. Ansonsten hätte ich jetzt nämlich gesagt, naja, ein so ein Pulver ist jetzt auch nicht so genial, ne? Aber gut, eine halbe Orange, Mandeldrink, dann dieses Pulver rein, eine halbe reife Banane und eine Prise Zimt. Interessant. Das werde ich vielleicht wirklich mal ausprobieren. Ich bin eigentlich kein Fan von Schoko in Kombination mit irgendwelchem Obst, also jetzt hier Orange, aber wir schauen mal. Ich kann ja auch die Orange weglassen. Und das gleiche haben wir hier auch nochmal in Vanillegeschmack. Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen besser. Und da haben wir auch eine, oh, sehr ansprechende Geschichte, mit Wasser, dem Pulver, einer Mango, eine Handvoll Eiswürfel und Naturjoghurt machst du einen Mango-Vanille-Smoothie. Das ist schon mehr so mein Vibe, ne? Nee, finde ich gut. Und da sind jeweils 30 Gramm jetzt drin enthalten zum Ausprobieren. Ich mache jetzt nicht übermäßig Sport, so gar nicht. Ich bewege mich schon recht viel, ne? Und trage halt die ganze Zeit auch Julius irgendwo gefühlt durch die Gegend, was dann ja auch irgendwie nur 1 Kilo mittlerweile sind. Aber es ist halt, ja, ich bin nicht so die Ultrasportlerin. Für Sportler ist es eine coole Geschichte, ne? Ja, aber ich glaube, das schmeckt halt auch ganz gut. So, dann kommen wir zum nächsten. Schon wieder Blasenentzündung. Femalac Bakterienblocker. Das ist interessant. Ich persönlich habe
toi 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 noch nie eine Blasenentzündung gehabt, aber ich kenne jemanden, die da halt wirklich öfters Probleme mit hat, mit Demanose und Lactobacillen. Eine kleine Probe. Und ich weiß nicht, ob das hier auch preislich aufgeführt ist, ne? Was ist da überhaupt drin? Ein Beutel pro Tag, das ist ein Beutel. Keine Ahnung, hier steht jetzt keine Mengenangabe drauf. Weiß ich nicht. Nö, steht hier nicht mit bei, ist halt eine Probe, ja. Und genau sowas ist es halt, ne? Du hast vielleicht irgendwie da immer mal wieder mit zu kämpfen, hast dann auch schon verschiedene Produkte ausprobiert und vielleicht macht das Sinn, dann einfach mal was anderes auszuprobieren, keine Ahnung. Man muss aber mit vielen Produkten immer so ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil es kann natürlich sein, dass irgendwas drin ist, was man jetzt irgendwie nicht so verwenden sollte. Weil, keine Ahnung, wenn hier zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel drin sind, mit Eisen oder so zum Beispiel, das ist für mich tatsächlich auch so ein Ding. Ich habe jemanden in meinem näheren Umfeld, sehr, sehr näheren Umfeld, der halt einen Eisenüberschuss im Blut hat. Und wenn der jetzt Eisen konsumieren würde, wäre das gar nicht gut. Und bei mir ist es so, ich habe einen Eisenmangel, für mich wäre das gut, ne? Aber das muss man halt immer wieder herausfinden durch Blutbilder. Ja, dann haben wir hier Ampullen drin. Das finde ich super. Von La Roche-Posay. Das ist auch, glaube ich, so ziemlich das Highlight, wenn ich das hier so mal überschaue. Hyalur B5 Ampullen. Ruge. Keine Ahnung. Frag nicht. Ja. 7 Stück sind hier drin enthalten. Ach, hier steht es auf Deutsch. Sehr schön. 7 Tage Antifaltenkur, aufpolstern, regenerierend, ab einer Stunde sofortiger Lifting-Effekt, Falten, Verlust an Spannkraft, müde und fahle Haut. Jo, das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ich mag gerne Ampullen, muss ich wirklich sagen. Und Vitamin B5 ist ja dieses Provitamin B5, was ja auch so ein bisschen, ja, sehr oft in La Roche-Posay-Produkten drin ist, ne? Ja, auch so. Ist das nicht... Nee, das ist nicht Panthenol, ne? Nee, ist halt auf jeden Fall regenerierend und beruhigend, steht hier drauf. Und hochkonzentrierte Trihyaluronsäure, aufpolsternder, auffüllender, liftender Effekt. Schön. Und blauer Kupfer, natürlichen Ursprungs, antioxidativ. Und Kupfer ist halt auch immer eine ganz gute Geschichte, wenn du so Pickel oder sowas hast, ne? Dass die halt auch entzündungshemmend bearbeitet werden. Jo, schönes Produkt, das finde ich klasse. Dann habe ich hier noch eine kleine Geschichte drin von Alprimed Hydro. Sehr trockene, schuppige Haut, intensiv Lipid-Schaumcreme. Interessant. Alprisan. 15 ml sind hier drin. Und ich glaube, dass viele im Sommer auch so mit trockenen Stellen zu kämpfen haben. Vielleicht so an den Füßen oder an den Schienbeinen oder so, ne? Also ich persönlich bin eher so Richtung Winter mit sehr, 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 sehr trockener Haut unterwegs. Ich weiß gar nicht, warum die Kamera so hoch ist. Ich muss die gleich mal tiefer stellen. Naja, auf jeden Fall ist das für mich ein gutes Produkt. Das werde ich mir auch hinstellen, dass wenn ich mal wieder so eine ganz trockene Stelle habe, dass ich da auch drauf zugreifen kann. Das ist etwas, das hat meine Mama damals, glaube ich, auch viel verwendet, ne? Aber da war das Blau. Von Basica für körpereigene Energie. Und da haben wir drin Doppelwirkprinzip. Trinkgranulat mit basischen Mineralstoffen. Und Kapseln mit hochdosierten Mikronährstoffen für den Energiestoffwechsel. Aha. Okay, das meine ich halt, ne? Das sollte man halt gucken. Hier sind ja auch die Zutaten aufgeführt und so. Aber ansonsten, doch, hier stehen halt wirklich auch komplett die ganzen Geschichten drauf, was da enthalten. Vitamin C, Niacin, Pantotensäure, Biotin, Folsäure, Vitamin B1, B2, B6, B12. Das ist super, wenn man vegan lebt zum Beispiel. Da muss man ja eh Vitamin B supplementieren. Mangan, Kupfer, Zink, Chrom und so weiter. Selen, Calcium. Von Evasit habe ich hier ein Fußbalsam, spendet Feuchtigkeit, erfrischt die Füße, desodoriert, also ist quasi auch so ein bisschen mit Deo-mäßig unterwegs, also dass du quasi dann weniger schwitzt, weiß ich nicht. Finde ich gut, wird verwendet. Fußbalsam 75 ml, also für mich immer wieder eine Freude, sowas zu verwenden, weil ich immer Fußcreme verwende und da kommt es doch ganz gut. Jeden Abend, Leute. Super wichtig. Dann habe ich hier drin enthalten Milchsäure von Femavina und Hyaluron und Demanose und Cranberry. Schützt und pflegt die Haut im äußeren Intimbereich. Ja, schön. Ein Gel mit 30 ml Dosierspender. Das kann ich mir mal anschauen. Definitiv. Und ich habe ja sonst immer ganz gerne zweckentfremdet die Dalton Sensitive Care Reihe. Und ja, das kann ich mir dann alternativ hinstellen, ne? 30 ml, da kommt man auch ein ganz kleines Weilchen mit hin.
kann man dann wahrscheinlich auch ganz gut verwenden, so als Aftershave-Creme. So, ne? Ist ganz toll. Dann habe ich hier drin enthalten von Primavera. Alles Liebe, Sweet Love. Natürlich ist sie eine Handcreme mit Rose und Mandarine, 50 ml. Das finde ich aber toll, denn ich mag Rose-Duft, ich mag Mandarinenduft. Handcreme kann, also habe ich sehr viel da. Aber ich glaube generell, Handcreme verwendet man ganz gerne. Und wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, keine Fußcreme mehr da habe, verwende ich halt eine Handcreme als Fußcreme. Ne? Nö, ich finde das schön. Finde ich in Ordnung, eine Handcreme hier drin. Also bislang wirklich auch Produkte, die man gut verwenden kann. Und dann habe ich hier noch zwei Sachen drin. Also beide von Pesco oder so. Wie heißt du? Wow, was eine Inhaltsstoffliste. Der Wahnsinn. Ja, Pesco Vital. Aus Gießen kommen die. 50 ml hier von der Hyaluron Gesichtscreme zur Anwendung auf Gesicht und Hals. Schön. Bitte nicht das Dekolleté vergessen. Zertifizierte Naturkosmetik. Finde ich schön. Doch. Also ich weiß nicht, was sowas kostet, ne? Aber mal so eine Gesichtscreme hier drin zu haben, oh, die fühlt sich hochwertig an. Das Glas, wirklich schön. Steht das hier im Flyer drin, was das kostet? Was sowas kostet? Die Gesichtscreme, 19,99 Euro. UVP 23,98 €. Das ist doch schön. Also ich beschwere mich nicht. Nö. Also kann man auf jeden Fall machen, ne? Ich hätte definitiv von der Verpackung her gesagt, dass es eine teurere Geschichte ist. Aber schön. Und dann habe ich hier noch, und das finde ich ja auch toll, auch von der gleichen Marke, ein Hyaluron Body Serum zur Anwendung auf dem Körper für alle Hauttypen geeignet. Und hier haben wir auch wieder zertifizierte Kosmetik, Naturkosmetik drin, 150 ml. Gut, das ist jetzt eine kleine Geschichte, ne? Finde ich, 150 ml ist ruckzuck leer. Huch, das ist aber wirklich flüssig. Das ist aber kein Glas. Ja, da muss ich mal schauen, wie sich das dann auch auf dem Körper verhält. Eine leichte Pflege kann man auf jeden Fall auch im Sommer ganz gut gebrauchen. Dann hast du nämlich die leichte Pflege so generell. Wenn es mal hart auf hart kommt, hast du hier die etwas intensivere Pflege mit dem Alprisan-Schaum. Hast was für den Intimbereich, für die Hände, für die Füße, fürs Gesicht. Für innen auch ein bisschen, aber nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, was ich gut finde. Also ich weiß nicht, ich fand die Box jetzt wirklich gut. Doch, also mir hat die gefallen. Ich finde auch 14,99 € für die Produkte absolut gerechtfertigt, weil das hast du ja allein schon durch die Creme raus, ne? Nö, also mir gefällt die. Wir hatten teilweise Werte ja auch in den Boxen. Die waren ja teilweise über 200 € oder sowas wert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall teilweise 10, 15-facher Wert. Aber ich kann wirklich sagen, es gibt durchaus Gründe, weswegen diese Box halt immer so ruckzuck ausverkauft ist. Ich finde sie schön. Schaut auf jeden Fall, wie gesagt, auf Instagram vorbei. Da verlose ich eine solcher Box. Und ja. Das wäre es ja auch schon gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!